Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, wir sind hier mit dem Speicherstand YouTube unterwegs. Und ja, ich werde den direkt mal öffnen. Ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Ich denke mal, wir sind gerade San Gimignano, könnte sein. Also, oder auf dem Weg nach San Gimignano. Zwar müssten wir jetzt die Mitverschwörer, die Pazzi-Mitverschwörer töten, würde ich jetzt mal so sagen. Ich muss auch kurz mich richtig hinsetzen. Kurz meinen Controller richten. Genau, jetzt kurz. Genau. Gucken wir kurz auf die Karte. Was ist denn hier so los? Ich würde sagen, nehmen wir mal kurz diesen Aussichtspunkt ein. Oder so diesen Aussichtspunkt machen. Ist ja jetzt nicht so schwer. Hoffe ich mal. Ich habe lange nicht kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ja, heute Abend, also ich spiele jetzt etwa so gegen 18:30 Uhr. Heute ist Far Cry 3, der 13. Part rausgekommen. Applaus dafür. Und natürlich auch von Assassin's Creed 2, der 10. Part wird jetzt noch rauskommen, jetzt gleich. Den werde ich gleich noch nicht anstellen, nicht hochladen. Den habe ich ja schon hochgeladen, aber jetzt auf öffentlich stellen. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, jetzt immer in den Videos in der Beschreibung nicht nur den üblichen Kram zu schreiben, sondern auch noch eine kurze Zusammenfassung von dem Part. Habe ich ja jetzt auch schon gemacht, bei mehreren. Nur jetzt bei zum Beispiel Far Cry 3, der aktuelle Part, jetzt der Part 13. Habe ich jetzt nicht so, vielleicht zusammenfassen, habe ich jetzt nicht viel, also nichts groß geschrieben. Ich meine, da gehen wir eigentlich nur jagen, sind halt auf dem Weg zu Citra und, ja, sind auf dem Weg zu Citra und jagen ein bisschen dabei. Und was auch noch cool ist, ja, wir werden von Hammergeil, von so einem Tiger angegriffen und sterben deswegen auch noch. Das ist nicht so geil. Aber es war schön, weil gegen Tiger hast du keine Chance. Ach ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich jetzt hier mache, ich gehe da hinten hin und werde gerade mal den Aussichtspunkt machen. Denn, wer hätte es gedacht, ich werde dann hier das Ausrufezeichen da machen. Ich glaube, der ist sogar außerhalb der Stadt. Das hier, das ist doch, ja, okay. Aber jetzt mal kurz nochmal. Okay, ich glaube, ich werde den aber zuerst machen. Hab ich gerade beschlossen. Oder den hier, ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde erstmal den Aussichtspunkt machen. Ach, oh, ja. Und ja, aber da ich hier in der Nähe bin, werde ich den eigentlich jetzt direkt machen. Wenn ich dann in die Stadt komme, ich mache erstmal alles außerhalb von San Gimignano. Wenn ich dann innerhalb von San Gimignano bin, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, werde ich dann die anderen zwei und auch das Assassinengrab, das wichtige Assassinengrab, wir wollen ja Altairs Rüstung bekommen, das ist ja klar. Hallo Jungs, es geht. Hier ist auch eine Glyphe, merke ich gerade. Wir werden jetzt erstmal hier hochklettern. Könnt schon mal hier das anmachen. Oder das Adlerauge anmachen. Okay, da ist der Feder, den werden wir uns gerade mal schnappen. Genau. 9 von 10, 9 von 10, ja. 9 von 100 Federn. Das ist doch mal interessant. Ach, da unten ist die Glyphe, dann werden wir erstmal den. Sollen wir zuerst den Aussichtsmann? Okay, ich mache erst die Glyphe, denke ich. Wenn ich. Denke, ihr habt ja auch viel von. Ganz genau. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Aha, okay. Ist doch mal interessant. Ja, einen Moment, ich guck mal gerade in meinem Lösungsbuch nach.
gerade die richtige Seite aufschlagen. Die falsche Seite. Sind wir schon hier? Wo ist sie? Oh Mann. Okay. Ein Moment, es kann ja nicht mehr lange dauern, oder nicht? Okay, vielleicht auch ein wenig länger, aber... Ah, ja, perfekt, perfetto. Wir sind jetzt bei Puzzle, keine Ahnung. Achso, finden Sie die Ehen später, oder was? Okay. Was steht denn hier? The Ecke von Raw, okay. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Hier. Nimm ich überhaupt auf. Guck ich mal gerade kurz schnell, bevor wir das nächste machen. Ton läuft. Aufnahmen läuft, alles gut. Alles gut. Der nächste ist, steckt wo? Perfetto. Perfetto. Ja, und der nächste ist Gandhis Gehstock, meine ich, genau. Ja, achso, ja. Perfekt. Genau so soll es sein. Was kommt jetzt? Genau, Passcode einsetzen. 14523. Was für ein Hammer-Passwort. Damit hätten wir die drei Sachen. Da haben wir gerade mal jetzt die Glyphe gemacht. Ist doch mal schön. Mit ein wenig. Sagen wir mit ein wenig Glück. Nein. Eher so mit ein wenig, sagen wir mal, Pech. Da wir ja ziemlich länger gebraucht haben. Um überhaupt die Seite zu finden in Lösungsbuch. Das war ja ein wenig komisch. So, gehen wir runter. 25 von 73 Aussichtspunkten erledigt. Genau, jetzt gehen wir hier zu den Ausrufezeichen, der hier hier irgendwo sein müsste. Er wird sich noch etwas brechen. Komm. Naja, wer zuletzt lag, ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Die Kutte macht noch keinen Mönch. Die Abtei infiltrieren und Stefano da Bagnone eliminieren. Ist klar. Machen wir. Wird ja nicht so schwer sein. Was haben wir jetzt bekommen? Rauchbomben? Oder was? Ja, toll, ich habe gar keine Rauchbomben. Was soll mir das jetzt bringen? Ah, ey. Naja, egal. Okay. Kurz mal diesen Schatz durchsuchen. Ich glaube, kann man hier hoch? Ja, man kann hier hoch. Oder auch nicht. Klettern wir mal hier hoch. Und ich hätte einen ganz einfachen Weg gefunden, wie man diesen töten kann. Denn man klettert zuerst auf das Dach. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Wenn
Es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung! Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage... So, haben wir jetzt Stefano da Bagnone getötet. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace. Shit, okay, jetzt entfliehen wir mal diesem... Gehen wir mal zu den Pferden. Ich bin doch jetzt hier weg. Komm. Auf. Ab. Was auch immer. Die Kutte macht noch keinen Mensch. Ja, haben wir schön einfach erledigt. Stefano da Bagnone. Ja, direkt hier den nächsten. Aussichtspunkt mal schnell. Andiamo, ganz genau. Ja, was gibt's noch mehr zu erzählen? Ich freue mich schon auf den 5. März. Dort kommt Tomb Raider raus. Der neue Teil. Vielleicht auch der beste Teil von allen. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir kaufen werde direkt von Anfang an. Also direkt hier so von Anfang an halt als sogar vorbestellen. Ich bin auch nicht sicher. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das Geld dafür habe. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Es wird auf jeden Fall gekauft irgendwann mal. Und auch auf jeden Fall dann Let's Played. Also Let's Play von gemacht. Das ist auf jeden Fall. Das steht auf jeden Fall fest. Außerdem habe ich noch viele weitere Projekte und es auch noch viele weitere Projekte, die ich mir an Spielen kaufen will, die, weil letztes Jahr ist auch so viel rausgekommen. Hitman Absolution. Alleine, ne? Also das ein sehr gutes Spiel, ne? Ich konnte mir halt nicht so viele Spiele kaufen, da ja viel Geld auch für meinen PC drauf geht. Und naja. Aber was soll's? Ja, wieso habe ich jetzt nicht mein Pferd mitgenommen? Das ist jetzt hier die Frage. Wir haben wieder 1691 Florin in der Truhe in der Villa. Die bringen uns jetzt aber nicht viel. Wir werden jetzt erstmal, außerdem passt da noch ein bisschen rein, aber wir werden jetzt erstmal hier in in San Gimignano ein wenig morden. So, dann werden wir jetzt hier den nächsten nehmen. Ich glaube, das ist Erzbischof Salviati, der jetzt hier noch so außen ist. Außerhalb. Müsste der eigentlich sein. Wie viel haben wir? Ja, gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit. So, gucken wir mal. Ganz genau da. Ja, auf die DNA wollte ich jetzt eigentlich nicht zugreifen. Eigentlich nur auf Fortsetzen drücken. Die versteckte Klinge auswählen und auf geht's. Pferd. Auf geht's. Führe uns zu Ruhm und Ehre. Ich bin ja schon da. Absitzen. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ich auch. Hinter verschlossenen Türen. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Marius Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Das machen wir doch prompt. Okay. Ich werde nur gerade mal Ofenest auswählen. Oh Mann. Ezio, bitte. Blamier mich jetzt nicht.
Keine Chance, dass wir euch da lang folgen, Chef. Ich sehe euch, Assassine. Das ist schön. Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer zu verdeuten. Wirkt euren Zauber. Kommt. Verschwindet hier. Hier werdet ihr nur den Tod finden. Kehrt um. Okay, machen wir schnell. Gehen wir schnell aufs Dach. Ich. Oh. Perfekt. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Das bin ich gar nicht. Ihr kennt mich alle gar nicht. Wo wollt ihr mich denn kennen? Ja. Ich bin ja nur der Sohn eines reichen Bankiers, oder? Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Ey, seit wann habt ihr mich bitte gewarnt? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Wo ist der denn jetzt? Wo ist denn der Salviati? Ne, war es auch nicht. Ach, da ist der. Kommt die hier vorbei? Perfekt! Luftattentat auf Francesco Salviati. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Ah ja, du atmest noch. Warte, Freunde. Ich hab immer noch keine Raubenbaum. Shit, egal. Nicht so schlimm. Genau, geh mal sterben. Ah, perfekt, das Tor ist hier auf. Dann kommen meine Freunde jetzt auch. Nehmen wir direkt mal das Schwert. Kommt. Erstmal eine Faust ins Gesicht und dann ein Schwert ins Gesicht. Ey, Alter. Genau, erstmal in den Rücken. Alter. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Kommt. Kommt. Dann halt nicht. Genau, wieder eine Faust ins Gesicht. Das ist der altbewährte Trick, funktioniert doch immer. Genau, und jetzt. Oder das hier. Oh. Okay, komm. Mach deinen Special Move. Komm hier. Wer? Komm. Ich tue nicht Waffen an. Komm. Da ist er. Boah, mit der Faust erledigt, Mann. Schön. Bitteschön. Mach ich immer wieder gerne. So, ich glaube, wir sollten wieder... Wurfmesser habe ich... Okay, cool. Wurfmesser brauche ich immer. Kann ich immer gut gebrauchen.